Hat aber auch irgendwie so ein bisschen so die Kaugummi-Vibes, so wie Uludag. Wenn mein Neffe zum Beispiel zu Besuch kommt, bestellen wir eigentlich immer bei Milano Weiß. Die haben genau das gleiche Konzept. Semi bis schlechte Pizza und Hauptsache eine geile Soße dazu. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das letzte Video, wo ich Influencer-Produkte getestet habe, ist so gut bei euch angekommen. Deswegen kommt jetzt noch ein Video, aber natürlich denke ich mir bei fast jedem Mal einen Twist aus. Und zwar testen wir heute Influencer-Menüs. Dafür habe ich bestellt bei Peter Payne. Und zwar handelt es sich hier um das Gönn dir Menü vom Twitch-Streamer Montana Black. Und es ist natürlich auch so ein Aktionsding im Januar. Deswegen ist da drin einfach alles vegan. So, was gibt's bei Peter Payne? Natürlich einen Burger und Pommes. Es ist eine Mischung aus halt Gönn dir und Energy Drink, also Göngri. Göngri, ja, so spricht man das aus. Aua. Und man durfte sich aussuchen aus den drei Getränken. Es gab Blueberry Coco, irgendwas mit Cheesecake. Und ich dachte mir so, das sind komische Geschmäcker. Also vom Prinzip her klingt es lecker. Aber ich habe mich hier einfach für Tropical Exotic entschieden. Ich glaube, das war halt eine riesen Promo-Aktion, hauptsächlich für seinen neuen Energy Drink. Da haben die dann hier ein Menü kreiert. Oh, ist sogar noch warm. Freut mich. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das hier alles ist. Das hat Dirk bestellt für mich hauptsächlich. Aber er hat mir schon mal gesagt, dass das hier Sauerteigbrot ist. Und den Rest muss ich wahrscheinlich jetzt selber rausschmecken. Hat jetzt echt gut geschmeckt. Ich muss aufpassen. Die Soße läuft hier runter. Die Soße ist voll fruchtig und leicht scharf. Ich bin positiv überrascht. Es könnte ein bisschen wärmer sein, aber naja, draußen ist es halt einfach kalt. Kann ich schon verstehen. Wir gucken uns einfach mal das Menü an. Da müssen wir hier nichts rausschmecken. 1 Euro von jedem verkauften Gönn dir Menü wird als Spende an Peter Hilft gehen. So, das ist ein Weg-Schicken-Bratling mit Cornflakes-Panade. Geht aber auch mit Rindfleisch oder Hähnchen-Patty, kann man das bestellen. Im Brötchen sind Wildkräuter, rote Zwiebeln, habe ich schon gesehen alles. Zeige ich euch gleich. Guacamole, Mango-Chutney, ah, das hing so fruchtig und scharf. Knusprige Fritten und ein Getränk von Gönnergy. Oh ja, so viel zum Menü. Ich zeige es euch einfach mal. Da seht ihr die Guacamole, die Wildkräuter, Mango-Chutney, rote Zwiebeln. Das ist wirklich, wirklich gut. Und es schmeckt auch nicht vegan oder so oder vegetarisch. Schmeckt so, als wäre es ein Chicken Patty. Ist ja auch ein Weg-Chicken-Bratling. So, ich glaube, für den einen oder anderen könnte das ein bisschen zu scharf sein, weil ich spüre die Schärfe. Ist für mich ist natürlich angenehm. Panade ist voll nice, es ist immer noch knusprig. Sauerteigbrot auch, finde ich besonders. Habe jetzt noch nicht so oft Sauerteig-Burger gegessen. Irgendwie schmeckt es schon nach etwas, was man schon kennt, aber mit ein bisschen kleiner Abwandlung. Also ich finde es cool, dass er da irgendwas da geschaffen hat, was ein bisschen hervorsticht. Die Pommes auch richtig groß und dick. Leider schon kalt, aber ich glaube, wenn das noch warm wäre und knusprig, wäre es ziemlich gut. Kommen wir dann mal zum wirklichen Influencer-Produkt. Gönnergy Tropical Exotic. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Werde ich jetzt mal probieren. Glaub aber nicht, dass ich es austrinken kann. Ich bin nicht so der Koffeintyp. Bin nicht der Typ, der das braucht. Es kommt mir bekannt vor, der Geschmack. Es ist jetzt nicht so, als ob es für mich was komplett Neues wäre. Man kann auf jeden Fall die Kohlensäure raushören. Tropical auf jeden Fall. Also es schmeckt irgendwie so leicht nach Mango. Mal sehen, was hier in der Zutatenliste steht, außer Wasser, Kohlensäure, Süßungsmittel, Zitronensäure. Okay, ja, es schmeckt schon so auch ein bisschen zitronig. Ginkgo-Extrakt und Ginseng-Extrakt, Grüntee-Extrakt. Krass, voll die asiatischen Sachen. Und da ist noch so ein Farbstoff drin, Beta-Carotin, damit es halt so orange aussieht. Und es schmeckt so, wie man es sich vorstellt. Etwas Kohlensäureartiges, Süßes, Orangefarbenes.
ein bisschen so Zitrusgeschmack und es hat schon leicht diese Energy-Vibes. So als ob man vielleicht so Limonade mit ein bisschen Energy gemischt hat. Kann ich mir ganz lecker vorstellen, wenn man so Energy-Drink-Fan ist. Zum Beispiel, ich mag auf gar keinen Fall so Red Bull, die ganzen Sachen. Mag ich nicht, habe ich auch, glaube ich, gefühlt noch nie getrunken. Aber das hier ist für mich eher so, schmeckt es eher so, wie als ob es Fanta wäre. Nicht als wäre, wenn es jetzt ein Energy-Getränk wäre. Was aber gut ist. Ich bin ja kein Fan von Energy. Der Burger, Leute. Es geht hier so viel ab beim Burger. Man muss richtig sich anstrengen, sauber zu essen. Also satt wird man auf jeden Fall. Mir fällt gerade was auf. Und zwar, wie teuer das ist einfach. 14,90. Okay, 1 Euro wird ja gespendet. Also kostet das 13,90. So, ich habe nochmal Dirk gefragt, der Burger- und Fastfood-Experte. Er meinte, es ist gar nicht mal so teuer. Bei McDonald's kosten Menüs mittlerweile fast 10 Euro. Aber ich habe vorhin ein bisschen recherchiert und dann da war halt so ein Artikel mit überteuerte Burgers. Gibt's bei Peter Payne und Hans im Glück. Aber es stimmt schon. Ich meine, man geht da ja auch so für Ambiente hin, ne? Und Cocktails. Es sieht so aus, als hätte ich noch nichts gegessen. Aber ich habe eigentlich schon richtig viel gegessen. Ihr dürft das auf jeden Fall nicht noch kälter werden lassen, weil die Panade wird hier schon richtig so matschig, weil die ja in sehr viel Berührung mit Feuchtigkeit kommt. Die Außensachen sind immer noch sehr knusprig, aber wenn man die Gelegenheit hat, sollte man essen und nicht reden, so wie ich. Aber ich hatte sowieso vor, die Hälfte übrig zu lassen für Dirk. Der kommt nämlich gleich nach Hause. Der war nämlich für ein anderes Influencer-Menü unterwegs für mich. In der Zwischenzeit ein kleines Fazit. Burger, wirklich lecker. Kann ich empfehlen. Also, wenn ihr Bock habt auf Burger und das mal ein bisschen anders vom Geschmack her sein soll und ihr vielleicht auch beim Veganery mitmachen wollt im Januar, ist ein gutes Menü. Wenn möglich, vielleicht vor Ort essen und darauf achten, dass ihr bekommt halt das hier als Getränk, ob ihr halt Energy Drinks vertragen könnt. Schmeckt gut. Hat aber auch irgendwie so ein bisschen so die Kaugummi-Vibes, so wie Uludag. Kennt ihr das? Aber es ist halt ein süßes Erfrischungsgetränk, zufälligerweise auch Koffein drin. Wahrscheinlich, damit man gut zocken kann. Und hat das Getränk geschmeckt? Ich probiere mal, ich meine ein bisschen wie Uludag. Aber da ist einfach Ginseng und Ginkgo drin. Schmeckt mir nicht. Dirk schmeckt der Energy Drink nicht. Also das Design sieht auf jeden Fall nice aus. Sehr, sehr auffällig. Und in dieser Tüte ist genau eine Soße drin. Trüffelsoße. Kommt mir bekannt vor. Gibt mir Milano Weiß Vibes, wo die Pizza semi ist, aber die Soße halt geil. Und hier ist die Pizza. Happy Slice. Was Dirk schon mal für mich herausgefunden hat, ist, dass Happy Slice zusammenarbeitet mit derselben Firma wie Loco Chicken. Vielleicht kennt ihr das, das ist von so einem Rapper. Und diese Firma ist so, wenn du halt ein großer Creator bist und eine Idee hast und irgendwie so Essen liefern lassen möchtest, kannst du dich bei denen melden und dann kann man was starten. Also keine Ahnung, ich zum Beispiel, wenn ich 2 Millionen Abos hätte, könnte zu denen hingehen und sagen, ja, ich möchte so Ramen liefern lassen. Und dann würden sie mit mir zusammenarbeiten und viele Ghost Kitchen anschreiben. Diese Pizza hier, die Dirk gekauft hat für mich, hat er nicht in einen Happy Slice Laden gekauft, sondern in einem griechischen Restaurant. Das blenden wir euch ein, haben wir natürlich Beweismaterial. Und dieses Restaurant macht eine Art Ghost Kitchen. Also man kann online halt bestellen oder halt vor Ort bestellen, Happy Slice. Aber dieses Restaurant macht das nur nebenbei. Hauptsächlich verkaufen sie wahrscheinlich dann eher griechische Produkte. So kann das Ganze ablaufen. Aber das ist mittlerweile einfach ein Konzept, um Geld zu machen. Ich habe ja noch gar nicht erwähnt. Happy Slice. Das ist ein Pizza-Startup der deutschlandweit bekannten Streamer und YouTuber Knossi und Trimax. Probieren wir mal. Ist noch warm, ja. Aber nicht mehr heiß. Aber das ist normal. Also, ich weiß nicht. Der Teig fühlt sich jetzt sehr, sehr lappig an, was aber auch okay ist. Ne? In der Mitte kann es ja auch weich sein, aber auch
Er ist auch irgendwie dick, aber auch nicht super dick. Und Käse ist extrem viel. So die Hälfte ist Käse. Okay, Leute, hier ist nochmal Hazel aus dem Schnitt. Ich habe nämlich, einfach aus Spaß, einem Kumpel von mir, der eine Pizzeria besitzt, ein Foto von der Pizza geschickt, also aufgeschnitten. Und er meinte, ich sehe direkt, dass es Tiefkühlpizza ist. Ich meinte, woher erkennst du das? Und er meinte, ich sehe das daran, wie der Teig fällt. Also ich wollte diese Info euch auf jeden Fall nicht verheimlichen. Und ich denke, das macht tatsächlich auch Sinn für Ghost Kitchen, dass es meistens Lebensmittel sind, die man nur aufkochen muss. Weil so bleibt in jeder Ghost Kitchen Filiale die gleiche Qualität. Ist nur eine Vermutung, sollte es nicht stimmen, werden die Influencers bestimmt aufdecken. Schmeckt jetzt erstmal relativ normal. Ich bin jetzt nicht geflasht oder es ist jetzt nicht herausragend. Ja, da ist halt viel, viel Käse drauf, aber auch gleichzeitig viel, viel Tomatensauce. Also trocken schmeckt es schon mal nicht. Das ist ja schon mal gut. Und was sehr cool ist, ist, dass die auch super viele vegane Sachen hatten. Also ich konnte, oder vegetarische, ich habe hier Pizza Margherita. Es gab aber auch Pizza vegane Salami und Pizza Fungi. Und wir probieren jetzt die Trüffelsoße. Und ich bin ganz ehrlich, ich esse zum Beispiel relativ, nicht viel, aber wenn mein Neffe zum Beispiel zu Besuch kommt, bestellen wir eigentlich immer bei Milano Weiß. Und die haben genau das gleiche Konzept. Semi bis schlechte Pizza. Und Hauptsache eine geile Soße dazu. Weil einmal habe ich bei Milano Weiß bestellt und es kam einfach keine Soße mit. Da bin ich sogar extra hingefahren und habe gefragt, wo ist die Soße? Das ist schon zweimal passiert. Und die Pizza hat ohne Soße einfach nicht geschmeckt. Hier ist es so akzeptabel. Also aber ich glaube, ich würde es nicht nochmal bestellen, wenn die Soße nicht geil ist. Die Trüffelsoße kickt auf jeden Fall. Die Trüffelsoße ist allerdings ein bisschen zu dickflüssig, aber auch so, als ob da mehr Creme drin ist, weil die von Milano Weiß ist ein bisschen dunkler. Also ich würde sagen, wenn ein Happy Slice in eurer Nähe ist und ihr noch nie Pizza mit Trüffelsoße gegessen habt und ihr gerade auch richtig Bock habt auf was Fettiges, denn diese Kombo ist sehr heftig, dann würde ich bestellen. Also so wie ich immer, wenn mein Neffe kommt. Ich muss noch die Kruste bewerten. Ist okay auf jeden Fall. Sie ist ein bisschen leicht zäh so und hat jetzt keine knusprigen Geräusche gemacht, aber es ist auf jeden Fall essbar. Also nicht nur essbar, es ist auch lecker. Ich brauche hier unbedingt Dirks Meinung, weil er isst noch viel mehr Milano Weißpizza als ich. Ich würde sagen, schon super ähnliches Konzept. Die Soße bei Milano Weiß ist aber ein bisschen besser. Mal sehen, ob Dirk das Gleiche sagt. Dirk hat tatsächlich auf dem Heimweg schon eine ganze Pizza gegessen im Auto. Und sag uns deine Meinung, ohne dass wir vorher wussten, was du sagst. Fand's nicht so gut. Fandest es nicht so gut? Ich habe es extrem verglichen mit Milano Weiß. Milano Weiß ist aber dünner. Genau, die Pizza ist besser bei Milano. Ein bisschen besser. Ich verstehe den Konzept von dieser Pizza nicht, weil die ist übelst dick. Und hat genau die gleiche dicke Schicht Käse wie Teig. Und Tomate. Und Tomate ist auch richtig heftig. Die Soße ist auch richtig heftig. Also es ist auf jeden Fall nicht trocken. Aber man weiß nicht, was das ist. Ist es eine dünne Pizza oder eine dicke amerikanische Pizza? Ja. Ne? Man weiß nicht, was es ist. Und die Trüffelsoße ist nicht so gut. Nicht so gut? Die ist ein bisschen zu viel Creme. Fettig. Ja, das war auf jeden Fall eine Meinung von uns. Wir sprechen aus Erfahrung, aus vielen Pizzabestellungserfahrungen. Ich freue mich aber trotzdem, dass ich morgen kalte Pizza zum Frühstück essen kann. Eines meiner Lieblingsfrühstücke. Und dann würde ich abschließend sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen. Ich finde es immer wieder sehr spannend, was es so für neue Möglichkeiten gibt, um Produkte rauszubringen. Und finde das Ganze sehr spannend und verfolgt das gerne mit. Und schreibt mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Habt ihr schon etwas von diesen Menüs probiert? Wie fandet ihr es? Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt mir aber auch gerne in die Kommentare, welche Produkte ich noch für euch testen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.